Ja, genau. Verdammt! Okay, aber jetzt hauen wir ihm den Kopf ab für seine Scheiße. Oh nein, er ist zu stark. Ich denke, wir können Borgrim nicht mehr länger halten. Du willst den bösen Geist besiegen. Dario, Dario! Ah, das sieht nicht gut aus. Wir hauen mal lieber ab. Oh, jetzt er haut schon wieder ab! Ach, lass ihn bloß weg. Wir müssen diesen Geist vertreiben. Wir müssen unsere Geister in dieses Schwert packen. Hey, hey, weißt du überhaupt, was du da tust? Es ist genau wie Tomei sagt. Wir müssen unsere Seelen in das Schwert packen und losfeuern wie Seelenkanonen. Geister? Seelen? Was? Los, psych ourselves up, yous. Yeah, dann schreien wir. Yeah! Hey, Moment, eine Sekunde. Warum sollen wir sowas? Ah, das ist peinlich. Wenn du es nicht machst, dann bring den Engel zurück. Sie wird mir helfen. Was? Na gut, ich mache es. Yeah! Ja! Oh Mann, zwei Mädels, die wie wild schreien und dabei ein Riesenschwert gegen ein Riesenmonster halten. Irgendjemand muss einen Film daraus machen. Bling! Und da ist es kaputt gegangen. Oh, ich denke, wir haben es kaputt gemacht. Nein, Borgrim! Was? Es hat nicht geklappt? Oder doch? Was ist los? Let's up! Wir können Borgrim nicht halten. Wir fallen. Boah, krach, schepperle Ding. Hey, verdammt. Was ist los? Hey, geht's euch gut? Keine Angst, es geht uns gut. Wie geht's Borgrim? Borgrim, er ist schläft. Oh, toll. Er ist am Pennen. Oh, haben wir es also geschafft, ja? Oh, ich denke, der Geist ist jetzt endlich weg. Jetzt wird er okay sein. Oh, Gott sei Dank ist das zu Ende. Du sprichst mir aus der Seele, Dinah. Da, wir haben es geschafft. Wow, Dinah, das war wundervoll. Ja, ja, lass uns darüber nie widersprechen. Ah, noch mehr Story. Ihr zwei seid ein gutes Team. Ihr arbeitet so gut zusammen. Danke. Aber es war die harte Arbeit von uns allen, das uns hierher gebracht hat. Oh, danke alle. Ihr alle. Dass ihr so viel für Borgrim gemacht habt. Keine Angst, Nina. Wir haben es auch für dich getan, nicht wahr, Ariel? Ja, ja, genau. Ach, Ariel. Ah, der beste Part war... ja, genau, ey. Morin hat es nur gemacht, damit er den Riesenroboter steuern konnte. Nein, nein, nein. Der beste war... Teil war, wo wir alles... ja, jetzt hört auf, euch zu beglückwünschen. Wir sind immer noch nicht am Ziel. Oh ja, und wieder ein Unbekannter. Ja, toll, wie ihr euch alle fühlt. Ryoga, nein, der ist ja auch noch dabei. Und er hat immer noch, er muss immer noch seinen Vertrag erfüllen. Also los, vor die Kamera. Und passe. Hihi, long time no see. Oh, die sind immer so arg. So, jetzt aber. Jetzt hoffentlich keine Lach- oder Niesanfälle mehr. Was ist mit Gellern passiert? Er ist immer noch am Leben, falls du das fragst, Ryoga. Er ist weggelaufen. Wie üblich. Ach, dann sind wir zu spät. Wir müssen nicht später... Ach so, ihr seid zwar die Bösen, aber ihr wollt nicht mit uns kämpfen oder uns aufhalten oder so. Nee. Er arbeitet nicht länger für mich. Er scheint es nicht akzeptieren zu wollen. Sorry, dass Geld habt ständig versucht, euch Ärger zu bereiten. Oh ja, jetzt tut's dir leid? Okay, ja. Ach, Ryoga. Stimmt es, dass du Guras Power wieder erwecken willst? Natürlich will ich das. Ich will Gura zurückbringen. Mit meinen eigenen zwei Händen. Was? Stimmt es, was Getham sagt? Du hasst Menschen? Ah, hast du schon aufgegeben, Gaula wieder zu versiegeln zu wollen, Ariel? Nein! Oh, na dann. Ach, Ryoga. Ich habe keine Ahnung, was du dir in deinem Verstand zusammengezimmert hast. Wir können einfach der Gauda nicht einfach befreien. Das würde ein Desaster werden. Und da ist einfach keine Möglichkeit, dass ich zulassen könnte, dass irgendjemand das macht. Ach, Ariel, du... Oh. Ach, Ryoga. Oh, der Gesichtsausdruck. Und nimm die Hände runter, Mädel. Oh, ja. Ich sagte dir, Ariel... Wenn du mich aufhalten willst, musst du viel stärker sein. Oh, nee, nicht das schon wieder. Wovon redest du? Gunnwald ist hier. Egal wie stark du bist, da ist kein Weg, dass du stärker sein könntest als dieser Automat. Ach, denkst du das wirklich? Okay, dann lassen wir uns eine Schauer aufführen. Oh, bitte nein.
Boom. Oh, das war aber nicht besonders beeindruckend. Haha, hier niemand kann sich Ryoga in den Weg stellen. Ja, gut, könnt ihr mal aufhören, da mit Maschinengewehren rumzuballern oder was das soll. Was hast du getan? Ach, Explosionen sollen das sein. Ah, tut mir leid. Ich habe für eine Sekunde vergessen, dass das hier... Ah, Ariel, bis später. Ah, jetzt hauen sie auch ab. Nein, Ryoga, was habt ihr getan? Ah ja, habe für eine Sekunde vergessen. Aber dann, wie Explosionen auszusehen haben, aber dann habe ich mich daran erinnert, an die 16-Bit-Zeiten und so. Und dann ist mir wieder aufgefallen, ah, ja. Nein, Grünwald, der hat sich in Luft aufgelöst. Er ist zerbrochen. Er ist kaputt. Aber keine Angst, unser alter Freund ist auch noch hier. Borgrim. Oh, er ist wach. Die Explosion muss ihn aufgeweckt haben. Ah ja. Ah, Borgrim, es geht jetzt wieder gut. Also, Orim, Kopf hoch. Oh, genau, Borgrim bedankt sich auch bei dir. Und nochmal, Überraschungsgast Nummer 3. Hey, sind alle in Ordnung? Oh, es ist Gabriel. Gabriel! Ah, ist irgendwas passiert? Oh ja, eine ganze Menge ist passiert. Oh Mann, jetzt hört auf mit der Komödie. Wir haben immer noch zwei von diesen Dämonenklingen zu finden. Oh, ich bin so sorry, dass ihr euch über mich Sorgen machen musstet. Ja, wir haben alle hart gearbeitet und wir haben Borgrim gerettet und das Dorf gerettet. Ariel, ist richtig, ja, du bist gut. Ja, jetzt müssen wir wieder zurückmarschieren. Ach, ich werde es, aber ich muss mir Grünwald ansehen, beziehungsweise die verkohlten Überreste. Und das war ein Tag. Wir haben die Story keinen Millimeter vorangebracht, aber zumindest konnten wir diesen Grünwald, Borgrim, Godzilla-Quatsch abschalten. Ich bin kaputt. Unglaublich. Das geht einfach nicht. Du kannst nicht noch müder sein als ich. Ah. Du bist nicht so müde, oder? Oder vielleicht bist du bloß wieder traurig über... wegen Ryoga, diesem Trottel. Stimmt das? Ah, ja. Ach, Ariel. Ich denke, jetzt gehe ich mal raus. Ja, ich denke, ich gehe auch mal raus. So, und jetzt machen wir mal wieder einen Spaziergang. Und hier sind wir wieder an dem Punkt angekommen. Mann, jetzt will ich mal wirklich gerne wissen, was die anderen sagen, aber für den Hauptteil gehen wir einfach nach deiner. Aber glücklicherweise, eine Sekunde bitte, kann ich ja für alle, ach, jetzt habe ich erstmal ein Backup angelegt. Und wie gesagt, in dem Bonusvideo kann ich dann für alle Nächte mal gucken, was die Leute hier mir voll gequatscht hätten. Aber hier in der Hauptstory gehen wir mit deiner All the Way durch. Partnerin, ich komme. Hallo, wir gehen dir wieder auf die Nerven. Unglaublich. Du hast mir eine ganze Menge Ärger gemacht heute. Naja, stimmt, wir hatten einen ziemlich rauen Tag. Ja, richtig schwer. Ich wurde in diesen riesigen Blecheimer reingezwungen und dann musste ich so lächerliche Sachen zu machen, um diese Maschine zum Arbeiten zu kriegen. Ah, ich denke, es war nicht schwer. Lächerlich? Ja, aber nicht schwer. Was soll das? Ich fühle mich schrecklich. Immer so hin und her. Und ich hab mich extra angestrengt für dich. Und du ignorierst einfach alles, was ich mache. Nach all dem, was wir getan haben. Dieses komische Mädel hat Grünwald einfach so mit einem Fingerschnippen zerstört. Warum bist du so wütend? Unglaublich. Warum sollte ich nicht wütend sein? Ah. Ja, arg! Oh, es tut mir so leid. Oh, 180 Grad Wende wieder. Sie ist so unglaublich. Sie gibt immer dir die Schuld für alles, was daneben geht. Ah nein, Devil Diner ist richtig. Ich konnte nicht mal Ryoga aufhalten. Ach, Master Ariel. Ach, eben. Er sah so traurig aus. Traurig? Reden wir von demselben Trottel? Ich denke, er wird glauben, das ist etwas, was er tun muss. Und er ignoriert seine persönlichen Gefühle dabei. Darum streckt er sich extra an. Ryoga mit all dieser Energie, das ist... Um dir die Wahrheit zu sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir ihn besiegen könnten. Aber das ist etwas, was wir tun müssen. Und wir werden unsere eigenen Gefühle dabei ignorieren. Weil ich bin der Einzige, der Ryoga stoppen kann. Ich meine, hast du unsere Freunde mal angesehen? Ich mache mir schon Sorgen, dass sie nicht mal die Tür stoppen könnte, wenn sie vor ihrer Nase zufällt.
Ach, Ariel, keine Sorge. Das wird alles in Ordnung sein. Ich bin bei dir. Ich werde dich beschützen. Zap, und da ist wieder der Teufel. Ah, okay. Hör auf damit. Ich hasse es, in diese gefährlichen Situationen gebracht zu werden. Hör auf, mich ständig freiwillig zu melden für diese blödsinnigen Sachen. Ah, sorry, Deiner. Aber ich kann Ryo gar nicht bekämpfen, so wenn du mir nicht hilfst. Du musst mir helfen, oder? Bis zum bitteren Ende. Was? Oh, 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 wie süß. Oh, bitte. Bitte kämpf mit mir. Naja, da ich nicht wirklich eine Wahl habe. Oh, ist das nicht süß? So eine junge Romanze. Jetzt frage ich mich jedes Mal, hat er das beabsichtigt oder haben sie nur zwischendurch vergessen? Naja, gut. Sie haben ja Optionen gemacht. Vielleicht könnte man das einfach nur einfügen unter Japaner sind merkwürdig. Egal. 20% der Bevölkerung ziehen sich ja zum eigenen Geschlecht hin. Also können wir das mal erlauben. Die meisten anderen Partner, die hätten wir wählen können, waren eh männlich, also. So, Tomei hat uns geholfen, den Geist zu verbannen, und wir sollten uns bei ihm bedanken. Ich werde mich nicht bedanken, du dankst ihm. Ah, na gut, wir gehen hin und sehen ihn uns an. Ja, ich will ihm auch nicht bedanken. Der Kerl ist ein Trottel. Und er hat diese Scheiße ausgelöst. Das hat uns einen ganzen Tag gekostet. Ah, einen ganzen Tag. Egal, gehen wir hin und danken ihm. Mit einer Kreissägenaxt. Finished, saving Data. Ah, ich bin auch gleich finished. Jetzt können wir hoffentlich die... Oh nein, die Story hat uns schon wieder eingefangen. Hey, Ariel! Ich muss dir wieder das Ohr abkauen. Ah, haust du ab? Bitte ja. Bitte sag ja. Tomi ist schon wieder dabei, irgendwas an Gaudas Tor anzustellen. Ich denke, ich pass mal lieber auf, was er macht. Ich bin besorgt, dass er vielleicht irgendwas versuchen könnte. Ja, das glaube ich doch einfach nicht. Ah, was hat er jetzt wieder vor? Tja, ich denke, wir sollten uns das lieber ansehen. Ich fass das nicht, diese... was hast du zu sagen, komischer Händler? Na? Hey, Ariel, willst du diese Wüwan-Klaue? Das kostet Geld. Ja, los, gib her, Mann. Wir haben genügend Geld. Ja. Mal gucken, ob die auch noch irgendwas für mich haben. Der Chief. Ah ja, der Wille, der Bürgermeister des Dorfes oder so, der ist immer noch am... Jo, wie süß. Er hat wieder zwei gekriegt. Und wir haben noch eine Wüwan-Klaue gekriegt. Na, also, jetzt haben wir schon mal 20 von 100. Ah ja, ich glaube aber nicht, dass ich die alle suchen werde. Ich bin ja nicht verrückt. Ja, schon sie schreibt einen Brief an Orin. Ach ja. Ein neuer Tag, neues Glück. Und wir müssen wieder mal die Katze suchen. Was ist denn eigentlich mit den Katzen hier? Sie haben die damit nichts zu tun? Priyao? Puh? Ah ja. Bin ich jetzt verrückt oder sind das jedes Mal mehr Katzen, wenn ich da hinkomme? Hey, was sagst du? Wirklich? Das Dorf war beinahe zerstört? Das habe ich gar nicht gemerkt. Wow. Ja, genau. Da sind zwei Giganten größer als der verdammte Berg, kämpfen miteinander. Laserstrahlen größer als das Dorf werden hin und her geschossen. Aber die haben nichts gemerkt, natürlich. Der Junge hat schon wieder vergessen. Verloren. Oh, er hat schon wieder verloren. Das ist die komische Ding da. Dieses Dings da, das immer was anderes ist. Mann, der verliert so viel Zeug. Das ist eigentlich unfassbar. Jetzt muss ich mich nur noch erinnern, wo der Kerl das letzte Mal war. Und dann können wir das auch wieder einsammeln. Ah. Ja, seine Freundin hat auch aufgehört. Weißt du was? Ich glaube, mir ist das jetzt wurscht. Oh Mann. Ja, toll, danke. Aber wir haben jetzt genügend gefischt, ja. Wir müssen uns gleich auf den Weg zum Tor machen. Who did that? Oh, ist das traurig, Mann. Das ist so traurig. Ha. Pass mal auf, dass du nicht runterfällst. Ah, genau. Wie geht's mit euch? Oh ja, Rampage Rabbit und ich sind jetzt Freunde. Der noble Kämpfer. Und sein Trainer.
Naja, versuchen wir es mal. Ach, hat gerade mal doppelt so viel Trefferpunkte wie ich. Aber er hat eine gute Verteidigung. Autsch. Und er kann ordentlich Schaden anrichten jetzt. Blocken. Ja. Aua, verdammt, du Mistkerl. Bling. Karottenschlag. Autsch, autsch, autsch. Weißt du was? Ich versuche jetzt mal den Hagelschauer. Ah, endlich. Und was bewirkt das? Ah ja, stimmt. Beeindruckend. Und es geht natürlich in die andere Richtung, oder? Treffen wir es vielleicht auch in die Leute hinter uns damit? Yep, tun wir. Autsch, autsch. Jetzt lass mir mal Zeit zum Heilen, ja? Und dann probieren wir mal das Schwert an dir aus. Ah. Bling, 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 bling. Autsch. Ich denke, ich heile mal vorsichtshalber. Wir wollen jetzt nicht kurz vor dem Ende noch drauf gehen. Ja, dreh dich auch mal um, Mädel, ja? Egal, jetzt haben wir das nicht besiegt. Ha, Kettensägenschwert vor dem Wind. Yep, das war, habe ich mir echt für einen Moment Sorgen gemacht. Aber es war nicht so schlimm. Und wir haben noch Bonus-XP gekriegt und wieder mal ein Speichergegenstand. Ach ja, klar, erzählt euch das nur schön weiter. Ach, gut, jetzt habe ich erstmal Ruhe bis zum nächsten Mal. Der Katze geht es auch wieder besser. Na, was für Fisimatenten sind jetzt hier am Repariertor los? Hey, Tomei, was machst du hier? Ach so, ich erforsche nur den bösen Geist, der hier lebt. Ich habe gehört, dass du Borgrim befreien konntest. Yep, das Exorzistenklinge hat wirklich funktioniert. Danke für die Hilfe. Natürlich hat er das. Ich habe extra einen Meisterzauber draufgelegt. Aber du kannst mir natürlich dich weiter bedanken. Mir macht das nichts aus. Hey, ich habe auch eine ganze Menge geholfen. Du solltest dich bei mir bedanken. Ja, genau. Nur ihr beide zusammen konntet die ultimative Kraft des Zaubers freisetzen und den bösen Geist besiegen. Ihr seid wirklich unglaublich. du magst das Wort Geist und Seele wirklich, hä? Natürlich, alles braucht Geist. Alles braucht Geist und Seelen und weiter und so fort. Kann man dieses Schwert benutzen, um irgendwelche Geister, die irgendjemanden besessen machen, rauszutreiben? Zum Beispiel, wenn irgendeine Beschwörungskreatur einen menschlichen Körper benutzt? Ja, darüber... Oh, du willst Passo vertreiben, richtig? Genau. Jeder Zauber ist direkt zugeschnitten auf eine bestimmte Art von Geist. Der Zauber, den ich benutzt habe, der würde nicht funktionieren. Ich müsste diese Beschwörungskreatur sehen, bevor ich einen Zauber zaubern kann, der dagegen funktioniert. So, du müsstest den Geist also erst treffen? Ja, genau, das sagte ich. Hör zu. Okay. Du musst das nicht nochmal wiederholen. Selbst Geisteskranke haben das jetzt inzwischen kapiert. Das war ja unsubtil genug. Ja, ich kenne diese leider nicht, aber ich bin zuversichtlich, dass ich es machen kann. Ja, genau. Bist du sicher, dass du das willst? Ja! Okay, gut, dass du mich gefragt. Ja, toll. Können wir jetzt weitermachen mit der eigentlichen Story? Danke. So, jetzt müssen wir Passo einfangen und sie hierher schleppen. Weil Tomei, der bewegt sich eh nicht weg hier. Ja, vielleicht wirst du danach anfangen, mir zu vertrauen. Wieso glaubst du, wir vertrauen dir nicht? Da ist irgendein Geheimnis in dieser Ruine. Das ist kein gewöhnlicher böser Geist. Wenn ich dir helfe, dann will ich wissen, was das Geheimnis ist. Tja, ich glaube nicht, dass ich das alleine entscheiden kann. Oh, ich denke, es wird okay sein, solange wir ihm nicht allzu viel erzählen. Ah ja, jetzt wollen wir jedem dahergelaufenen Spinner also das tolle Geheimnis erzählen. Ah, toll. Aber am Anfang haben wir uns solche Sorgen darüber gemacht. Okay, wir werden darüber nachdenken, was wir ihm sagen können, und dann werden wir dir sagen, was du sagen darfst. In der Zwischenzeit, könntest du bitte dich auf den Weg machen, die Dämonenklingen zu führen? Diese sind nämlich auch wichtig, ne? Hey, jetzt rede nicht mit auf diese Weise. Ariel ist diejenige, die fertig gemacht werden muss, ja?
Ja, ja, ist ja gut, deiner. Los, lass uns gehen. Jum, 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 der ist am Zaubern. Der ist am Labern. Und er passt da auf. Gut, und jetzt, nachdem wir einen ganzen Tag verloren haben, können wir weitermachen mit der Suche nach den bösen Dämonenklingen. Nee, Moment, die Dämonenklingen sind gut. Gauda ist böse. Oh nein, die Story hat uns wieder eingefangen. Oh, Ariel. Wo wollt ihr beiden hin? Ah, wir gehen zurück zur Festung, um auf die Kreaturen dort aufzupassen. Und du, Lin, gehst mit ihnen? Ja, ich bin. Rocky hat mich eingeladen. Ich schau mal sehen, ob ich Ryogas Spur auffolgen kann, wenn ich dort bin. Ah, Lin, du musst auch vorsichtig sein. Du bist auch Ariel. Aber du bist deiner. Dir wird's schon gut gehen. Natürlich, ich helfe. Aber ich weiß nicht, warum ich mich drum kümmere. Oh, das machst du, weil du es liebst zu hören, wie ich mich bei dir bedanke hinterher. Und sie läuft wieder rot an. Oh, ich brauche deine Dankbarkeit nicht. Oh, ihr zwei seid so süß. Und ich bin Freund der Beschwörungskreaturen an der Windfestung. Ja, das wissen wir. Ja, du, am Anfang hast du Angst vor ihnen gehabt. Du hast angefangen zu weinen. Nein, 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 nein. Das waren die Beschwörungskreaturen, die Angst gehabt haben. Sie wurden erst unsere Freunde, nachdem du angefangen hast zu singen. Sie hatten wirklich Angst, sie hatten sich wirklich Sorgen gemacht, dass du vielleicht wieder anfangen könntest zu weinen. Rocky hat gesungen? Ja, lass uns gehen, Lin. Hör auf zu schreien, Rocky. Bis später, Ariel. Ach ja, Kinder. Und Frauen mit blauen Haaren. Oh Mann, manchmal sind die Leute hier wirklich behämmert. Schauen wir mal, ob es irgendwas gibt, was sie hier neu bauen können. Naja, hier gibt es wieder was. Oh, Kristall. Praktisch das gleiche wie Diplo, nur mit mehr Angriffskraft. Und wir brauchen dazu einen Kristall. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ich glaube, aus Kristall könnten wir bessere Waffen machen oder so. Suppe. Oh, oh, können wir tatsächlich herstellen. Die Frage ist natürlich, was ist mit Kaufen? Wir brauchen zum Beispiel Eier. Na, das ist inzwischen nicht mehr so stark wie noch am Anfang, also kaufen wir mal 5 Stück lieber vorsichtshalber. Die Dinger brauchen wir auch, aber da können wir uns nicht so viel leisten. Nehmen wir mal lieber 2. Davon haben wir genug. Ah ja, das Zeug, das so schön nutzlos ist, das können wir natürlich kaufen. Den Rest leider nicht. Aber egal. Wir haben jetzt erstmal wieder was eingefangen für den Bedarf. Ach ja. Das Einzige, was wir jetzt noch machen könnten, ist gucken, was wir schmieden können. Ah ja, und genau, wir müssen noch eine Katze finden und dieses blöde Teil, das der Knilch wieder verloren hat. Aber da spule ich jetzt mal vor, bis ich das gefunden habe.